Eure Fragen, die mir letztes Jahr am häufigsten auf YouTube und TikTok gestellt wurden. Was bringen Nachtsichtgeräte und Tarnung? Mit Nachtsichtgeräten sind diese Nachtsichtgeräte hier gemeint und diese sind tatsächlich rein kosmetisch. Um die Nachtsicht nutzen zu können, musst du den entsprechenden Skill im Skilltree freischalten. Es gibt allerdings Masken und Helme von Fourth Echelon, also von Splinter Cell quasi, die ändern die Nachtsicht sehr wohl, denn mit diesen ist die Nachtsicht so grau-schwarz-weiß wie bei Splinter Cell. Bei den Splinter Cell Kostümen Briggs, Sam Fisher und Sam Fisher Jung übrigens auch. Was die Tarnung angeht, so haben Ghillie Suits und so weiter meiner Erfahrung nach keinerlei Auswirkungen auf die Entdeckung durch NPCs. Im PvP sieht das Ganze natürlich nochmal etwas anders aus. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, oder besser gesagt, die behaupten, dass Ghillie Suits sehr wohl einen Vorteil auch gegen KI-Gegner bringen. Aber wie gesagt, ich persönlich habe da bisher nichts von gemerkt. Wie kann ich Waffen auf MK2 und MK3 upgraden? Dazu musst du zuallererst im Skilltree die Fähigkeit freischalten, die Waffen auf MK2 und MK3 abzugraden. Und dann kannst du bei der Bewaffnung in den Gunsmith gehen und dort kannst du hier unten immer eine Reihe von 8 Einzelverbesserungen durchführen, wie zum Beispiel Genauigkeit, Schaden, Reichweite und so weiter. Und jeweils, wenn eine Zeile voll ist, erhöht sich die MK-Stufe der Waffe. Hat Breakpoint Crossplay? Leider nicht. Breakpoint hat weder Crossplay zwischen den Konsolen noch zwischen PC und Konsolen. Wie mache ich einen Laser oder ein Visier an meine Waffe? Dazu gehst du einfach in den Gunsmith der Waffe und kannst unter Zieloptik das Visier ändern und auf Schiene kannst du den Laser einstellen, den du auf die Waffe montieren möchtest. Es gehen allerdings nicht alle Laser auf alle Waffen. Zum Beispiel kannst du keinen Maul-DA-Laser auf eine Pistole packen oder sowas. Wie bekomme ich Flecktarn für die Kleidung? Ja, die Ausstattungsfarbe Flecktarn gibt es leider nur gegen Echtgeld im Ingame-Shop, beziehungsweise für Ghost Coins, das ist die Echtgeldwährung. Und dort findest du die hier unter Farben, Ausstattungsfarben und dann Flecktarn Standard. Was ist die beste Waffe im Spiel? Die beste Waffe, mein Freund, ist immer die Waffe, mit der du am besten umgehen kannst. Denn der höchste Schaden hilft dir rein gar nichts, wenn du keine Gegner triffst. Rein vom Schaden her müssten es eigentlich die Tech 50 und die Zastava, glaube ich, sein. Aber wie gesagt, die beste Waffe nützt dir nichts, wenn du nicht damit umgehen kannst. Und selbst die schlechteste Waffe vom Schaden her ist oder kann die beste Waffe sein, wenn du gut damit umgehen kannst. Auf welchen Plattformen gibt es das Spiel? Das Spiel gibt es auf Xbox, PlayStation, PC und Stadia. Gibt Stadia überhaupt noch? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall auf den großen Konsolen. Nicht auf Nintendo Switch und nicht auf dem Handy. Was kostet das Spiel? Das schwankt sehr häufig und sehr stark, denn das Spiel ist sehr oft im Sale. Von daher schau am besten einfach im Shop deiner Plattform, PC oder Konsole. Und ja, dann siehst du's. Also ganz ehrlich, mittlerweile gibt es die Gold-Version manchmal für 20 Euro oder 30 Euro im Angebot. Also von daher, da kannst du nichts falsch machen. Was ich dir auf jeden Fall raten würde, immer ist zur Gold-Version zu greifen, weil du da den Jahr 1 Pass drin hast und damit auch Episode 2 und Episode 3 spielen kannst. Gibt es die First-Person-View-Mod auch für Konsole? Nö. Solange es keine große Mod-Unterstützung für Konsolen gibt und man auf Konsolen nicht einfach irgendwelche Dateien überschreiben und injecten kann, wird es wohl auch solche Mods nicht für Konsole geben. Und dann zu guter Letzt die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage, vor allem auf TikTok, keine Ahnung, was da los ist, wie heißt das Spiel? Ich schreibe es extra immer in jeden Videotitel, auch auf TikTok, und sage es oft noch im Video und manchmal schreibe ich es sogar noch als Schriftzug ins Video.
Trotzdem kommt die Frage gefühlt bei jedem anderthalben Video. Ja, das Spiel heißt Ghost Recon Breakpoint. Genauer, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Es ist der Nachfolger von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, was wiederum der Nachfolger von Ghost Recon Future Soldier ist. Und ja, und das, die Reihe geht zurück bis 2001. Wer die alle nicht gespielt hat, cringe. Nee, Quatsch.